Hallo und herzlich willkommen hier zu Sherlock Holmes und die Tochter des Teufels. Es geht weiter hier. So, jetzt wird man gleich hier in einer Verfolgungsjagd wahrscheinlich sein. Denn da habe ich das letzte Mal gesagt, so, jetzt bietet es sich an. Wir machen Stopp, jetzt geht's weiter. Ich drücke mal auf Fortfahren. Okay. Doch nicht so, wie ich jetzt gedacht habe. Vielleicht kommt da so eine actionreiche... Ich muss einen Weg hineinfinden. Jupp. Als ich da jetzt gedacht habe, da kommt so eine actionreiche Verfolgungsjagd oder so. Auf jeden Fall ist hier eine Wache. Ja gut, hier ist ein Loch in der Wand, also ganz locker kommen wir hier rein, ne? Aber ich kann hier noch T drücken anscheinend wieder. Es gibt hier was zu... Ah, es gibt hier Licht. Wir müssen wahrscheinlich aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. So, ich mach mal hier aber T. Irgendwas schon mal... Okay, doch nicht, aber springen kann ich irgendwas. Aber wahrscheinlich das Ganze hier. So, was ist das hier? Ist das ein Friedhof oder was? Warte mal, was ist denn hier? Eine Teufelsmaske. Diese chinesische Maske ist recht alt. Nein, Moment. Das ist nur eine gute Kopie. ja gut. Und was bringt uns die jetzt? Okay, ich höre auf jeden Fall Schritte. Und immer wieder mal hier T drücken, ob wir da irgendwas sehen. Ja, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass wir ja nicht so lange im Licht bleiben dürfen. Oder generell gar nicht ins Licht gehen oder so, weil man da vielleicht entdeckt werden könnte. Ja, da läuft ja mit einer Laterne rum. Da kann man halt irgendwie die Laterne kaputt machen oder so, oder ausblasen. Da ist noch jemand. Oh. Sollte hier weiterlaufen. Ich will mal gucken, ob ich da in die Tür reinkomme. Da kann ich auch nichts. Na gut, ich muss anscheinend bloß erstmal durchkommen hier. So, also hier läuft ja jemand Wache und da drüben auch gleich wieder jemand. Wie läuft der? Und der läuft hier wieder zurück. So, da schnell mal rüber hier. Da ist Wasser. Okay. Mach hier irgendwas. So, ich weiß nicht. Ich glaube, der läuft hier hin und her. Ich tue mal lieber beobachten. Ja, der dreht sich nämlich sehr schnell um. Dann kann ich hier vielleicht... Ja, nee, ich kann ja... Oder wenn er so steht, muss ich mich dann da wieder umverstecken oder so. Aber ich glaube, das reicht nicht, um da schnell hinzulaufen. So, jetzt müssen wir eigentlich schon los. Und dann verstecken wir uns hier. Ich kann nicht über die Wand springen oder so, das geht nicht. So, warte mal, aber da könnte auch noch was sein. Zumindest ein Licht, ja. So. Ja, nee, er kommt wieder. So, ich weiß jetzt gerade, wie weit er vorläuft. Ah, nicht so weit. Also wir können da ruhig dann dahinter gehen. Da. Ja, da ist noch jemand. Ja.
So, warte mal, haben wir hier noch was? Nein. Oh, da ist noch jemand. Guckt der nämlich. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. Ob ich da... Aber das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Muss ich da drüben in diese Kapelle? So, jetzt weiß ich nicht, der Typ, wo da aber gerade war, wann der wieder kommt. Ach, der läuft hier im Kreis. Alles klar. Da läuft er hier rein. Und dann dreht er sich wieder um. Okay. Lass mal gucken, was der hier für ein Bewegungsmuster hat. Okay, dahinter guckt er. Und dann... Ah ja. Oh oh. Shit. Shit, 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 shit. Da bewegt sich was. Oh oh. Let's be. Ja. Okay. Also gut, man kann noch irgendwie versuchen zu entkommen, aber dann macht's Pam und man ist weg vom Fenster. Ach, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das ist aber blöd. Naja gut, jetzt wir versuchen mal ganz schnell hier. Ich hab was gehört. Ja, du hast was gehört. Ich hab was gehört. So, okay. Hoffentlich reicht es. Okay, ich glaube wirklich, wir müssen da durch die Tür hier. Dass das da hinten noch gar nicht so wichtig ist. Das sollten wir uns aber gleich sehen. Das war halt jetzt wirklich blöd, dass ich dann immer weggekommen bin. So. Mal schauen. Ah ja, da kommen wir hin. Fest verschlossen. Natürlich, da ist zu. Der sollte mich natürlich nicht sehen, wenn es geht. Es sollte mich natürlich gar keiner sehen. Hier ist ein... Ups. Ein Tor. Läuft er bis hierher? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, tut er nicht. Okay. Das Tor wird auch fest verschlossen sein. Zu. Ja, zu. So, irgendwie was... Nee. So, Oh nee, shit. Ja, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich fällig. Ja. Pam. Mist. Also das ist ja doof. Also man muss jedes Mal wieder von vorne beginnen. Von komplett von vorne. Also. Ich hab was gehört. So, ich versuche es jetzt nochmal. Da bewegt sich was. Ja. So, ja, das geht gerade so, dass man da durchgehen kann. Auch mit Entdeckung. So. Versuche ich auch mal schneller durchzulaufen. Und ich hoffe, ich muss jetzt natürlich die Maske entdeckt haben und so weiter. Dass das wichtig war, dass er... nein. Ich hab was gehört. Nein, du hast nichts gehört. Ich hab was gehört. Nein, hast du nicht. Da war nichts.
Jetzt muss ich aufpassen, wie der heute wegläuft, nämlich. Ja. Oh Mann, ich hasse solches Schleichparts hier, ey. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Sneaky Sachen sind überhaupt nicht meins, also das muss ich schon mal sagen. So, jetzt läuft er dahinter, ne? Na gut, und da hat er mich das letzte Mal, glaube ich, dann entdeckt hier. Oh. Läuft er da rein? Ja! Verdammt! Nein, da bewegt sich nichts. Du bewegst dich. Dann versuche ich mal ganz schnell hier wegzulaufen. So, gehen wir mal dahinter. Da sind Knochen. Der interessiert nicht, okay. Ja, da läuft es nämlich erst ein Stück wie hier rein, ne? So. Hier ist niemand. Kannst gehen. Tschüss. Nein. Ich hab was gehört. Du hast nichts gehört. Ja, die Krähen hast gehört. Nein. Ach, der läuft. Der läuft hier wieder zurück, okay. Oder läuft hier gerade gerne. Ah, der läuft hier hin und her. Ach du blödes Ding, du. Da muss ich da vorne irgendwie rum. Achtung. Da. Okay, da läuft hier ein Stück rein. So, jetzt kann ich rum. Und da läuft ein Stück rum, haben wir gesagt, ne? So. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, wenn ich Tee habe, sehe ich halt auch die Leute, ne? Ja, der guckt hier, geht ein Stück rein. Und dann dreht er sich wieder um. Wobei, da gehen wir mal hier ein bisschen weg hier. So. Ja, dieser alte Friedhof hier wird aber sehr bewacht, ne? Hier gibt es überall so eine Art Mausoleums. So, hier sind wir jetzt einmal runter erstmal gekommen. Wir haben ein Feuer. Und einen umgefallenen Baum. Wer hat hier ein Feuer gemacht? Das ist ja eigentlich auch hier. Ich meine, nicht, dass hier irgendwas abbrennen kann, aber oder so, ne? So. Jetzt sind wir schon mal hier. Da ist die Kutsche. Ah ja. Zu. Ah, auch zu. So, da ist die Kutsche. Der Kutscher scheint auch nicht dabei zu sein. Okay. Moment mal, das sind Kratzer und Blutspuren. Blut. Frische Spuren. Okay. Und hier sind Kratzer. Panikreflex. Also wurde hier irgendjemand rausgeschlifft oder sowas? Da ist die Scheibe kaputt. Hohe Gewalt. Hier gab es einen Kampf. Wild hat sich gewehrt, aber jemand oder etwas überzeugte ihn,
es sein zu lassen. Ach so, nee, der Kutscher hat ihn entführt, wenn wir so wollen. Oder nee, nee, nee. Ich weiß es nicht, also der hatte, das waren mindestens zwei. Einer, der die Kutsche gefahren hat und der andere, wo ihn mit der Pistole wahrscheinlich bedroht hat, ne? So wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, da ist ein Brunnen, der nicht wirklich funktioniert, okay. Da plätschert es einfach nur. So, gut, Tee ist jetzt ja gar nicht mehr wichtig, sonst wäre es ja eingeblendet gewesen sein hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wo wir hier reinkommen. Dieses alte Gemäuer hier. Oh nee, nicht noch mehr so sneaky Scheiße hier, bitte nicht. Ja, ich weiß, ich kann es aber springen, ne? Na da. Da tun sie ihn ja. Und die Tür ist natürlich auch zu. Wir müssen irgendwie Weg finden. Ja, aber es ist wieder ein sneaky Part. Ganz eindeutig. Ja, da steht immer springen, aber ja, eigentlich möchte ich das ja nicht, ne? Ja. Der geht aber weit hier. Wollen wir dem jetzt hinterher gehen? Warten wir gehen. Hier. Und da ist ja schon der nächste. Da drüben. Der geht immer im Kreis darum und der hier. Mein Cousin schlägt sich mit Bobbys und stiehlt teures Zeug. Und was mache ich? Wache schieben. Nur die Ruhe. Du darfst auch mal raus. Da steht die ganze Zeit. Ich bin schon 2 Jahre dabei und nichts hat sich geändert. Ich weiß. Aber irgendwann werden wir dem Boss sicher aufhören. Ja, könnt ihr jetzt vielleicht mal weiterlaufen? Weil die gucken die ganze Zeit in die Richtung, oder? Aber jetzt muss ich da wahrscheinlich darüber. Okay. Ja, der guckt doch genau in meine Richtung. Das sieht er doch. Ich hab was gehört. Ja, war mir klar. Okay. Der hat schnell aufgegeben. Der hätte ja nur um die Ecke kommen müssen. Und dann wäre ich fällig gewesen. Da steht eine Glocke, okay. Warum steht hier eine Glocke? Haben die Glocke geklaut oder was? Oh, da. Da war noch ein Hinweis. Ach, verdammt. Da muss ich nochmal zurück. Also, sorry, aber da ist was. Ich meine, die Maske jetzt da, die haben wir jetzt beim dritten Versuch auch nicht nochmal angeguckt. Aber. Ich hab was gehört. Ja, verdammt. Okay, gut, dass die nicht so um die Ecke gehen. Rubin, Amethyst, Smaragd. Alle gefälscht. Aha. Also da lag ein Kelch. So, Moment, jetzt aufgepasst. Ja, da bewegt sich was in deiner Hose bewegt sich als auch was. Wir klären da hoch und ja. Ja, hä? Da. Gucken. In der Ansicht kann man auch nicht laufen. Ah, da ist noch jemand, okay. Ja, man hört doch aber auch das Tippeln hier oben auf dem Holz oder so. Also, oder Sherlock Holmes hat sehr leise Schuhe hier. Sohlen sozusagen. Hier wieder eine Leiter. Ich meine, dass da auch zufällig hier Wege sind, dass sie zum Gehen, ne? Aber warum sind ja eigentlich so unbenutzte Kerzenständer hier? Okay. Der läuft hier hin und her. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit er hin und her läuft. Wo der alles hinguckt. Ja.
Sobald er hier rumgedreht hat, die Tür ist wahrscheinlich auch zu. Abgeschlossen. Jo. Sieht ja aus wie ein Riegel halt, aber naja gut. Hier brennt wieder ein Feuerchen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Muss ich den Typen hier irgendwie umgehen? Das ist die Frage. Na hier, so eine Axt. Ah, hier können wir uns verkrümeln. Krähe, 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 Krähe. So, schnell hier rum. Und hier weg. So, hier ist noch was. Das hier sieht aus wie von einer antiken Rüstung einer griechischen Wache. Ja, ein griechischer Helm. Das ist alles nicht echt, ja schön. Ja, aber was hat das alles zu bedeuten? Ja, lauter unechte Sachen hier. Der guckt direkt hier hin, okay, der bewegt sich auch nicht. Die bewegen sich. Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss den Gong schlagen und dass der da weggeht wahrscheinlich, oder? Nein, wir gucken erstmal die Leiter hoch. Ich glaube, ich kann hier auch nicht so speichern, ne? Das funktioniert, glaube ich, nicht. Oder könnt ihr speichern? Nee, ich kann nur ins Hauptmenü. Aber ich glaube, dann speichert es zwar automatisch, aber das ist ja nicht, das bringt uns nichts. Ja, wir können hier auf jeden Fall hinten runter. Also ich nehme an, wir müssen den Gong schlagen. Dann rennen die alle da zur Geräuschquelle und dann müssen wir hier hinten rum. Und das muss alles ein bisschen zügig passieren. So, naja gut. Also ich hätte ja lieber eine Schnellspeicherfunktion hier. Kann ich hier was mit Tee? Nee. Ja, da ist der heilige Xing Zhang Zhong. Ich kann doch nicht mal rennen, das ist ja das, ne? So, jetzt muss wirklich alles schnell passieren. Nicht festhängen. Die Tür ist hoffentlich nicht verschlossen. Nee, ist er nicht, okay. Ein Fehler von euch. Agent 221B. Errungenschaft. Hey, aber was? Lassen Sie uns verschwinden. Ja. Ich meine, es war Notwehr, wenn man so will, aber okay. Wir haben unseren komischen Schauspieler gerettet. Ja, den aktuellen Schwierigkeitsgrad, der ist aber schon so leicht, glaube ich, da kann ich nichts mehr ändern. Aber ich brauche es gar nicht schwerer, ne? Also, nee, ich will mich ja nicht quälen. Ich will ja das nur durchkriegen, ne? Auf jeden Fall. Das ist dann sowas mal, wenn man wirklich privat sagt, okay, man spielt es ja dann nochmal oder so und dann kann man sagen, ja, da könnte man ja mal tatsächlich ein bisschen schwieriger probieren, aber ich bin nie so ein Typ, der, ich will eigentlich immer nur die Story von Spielen eigentlich erleben, ne? Und schwer muss das dann nicht sein. Gut, dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wilde hier im Auge behielten. Aber Holmes! Ja, sperrt ihn in die Zelle ein, dass er uns nicht mehr nervt hier. Können wir mit ihm noch reden? Wilde, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die mich entführt haben. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der Pfeil? Na egal. Jeremiah sagte, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Aha. Jeremiah?
Jeremiah? Okay, Moment mal. Der Pfeil ist nicht freigelassen, oder wie? Ah ja. So, wartet mal. Hä? Jeremiah ist tot? Der ist doch nicht tot, oder? Oder stopp. Orson Wilde und Jeremiah. Ich weiß jetzt gar nicht, wen denn. Ja, weil der Typ da, der den ja da bedroht hat mit der Pistole. War das dann Jeremiah? Okay, die Gefängnisstrafe. Aussage? Nö. Das da? Nö. Ist egal, wir klicken es einfach mal durch. So, bekommen hier einen Knoten. Flemings Motiv. Percy, der Pfeil. Fleming hat ein starkes Motiv, sie zu töten. Er will sich für die lange Gefängnisstrafe und die daraus resultierende finanzielle Probleme an ihn rächen. Ja gut, da können wir jetzt noch nicht wählen. Wir locken es einfach mal so, wie es ist. So. Gut, Jeremiah ist tot. Wie gesagt, das weiß ich noch gar nicht. Oh? Nö. Das hier passt zusammen. Da kriegt man eine Entscheidung. Okay. Mord. Orson Wilde hat Jeremiah vorsätzlich getötet, als er sie im Kloster sah. Nee, Vorsatz war es eigentlich nicht. Orson Wilde, das muss ich erklären, das ist natürlich dieser Schauspieler. Orson Wilde hat um sein Leben gefürchtet, ich weiß es halt noch wirklich nicht, ob der Typ wirklich irgendwie was am Stecken hat, ne? Also ich würde jetzt halt erstmal sagen, Notwehr, das hätte ich jetzt wirklich immer gesagt, ne? So, okay. Gut, dann war hier aber das mit der Absicht und so weiter, das weiß ich auch noch nicht, ne? Das kann jetzt sein, dass man das ändern und dann gibt es hier einen Knoten, ne? Hier zum Beispiel, dass er absichtlich das gemacht hat, haben wir mal angelockt gehabt. Aber mittlerweile kann es wirklich auch sein, dass es wirklich versehen war. Er wollte sozusagen uns so ein bisschen nacheifern. Aber gut, da ändert sich auch nichts. Ist egal, ne? Dann gibt es hier die Falle. Da haben wir gesagt, ja. Ich meine, da können wir wirklich sagen, ja, nee, der Typ wollte uns wirklich nur helfen und. Aber da war es halt wirklich, er hat das Lied ja gekannt, ne? Gut, aber. Es ist die Frage, ne? Wir können auch das mal einloggen. Ja, komm, wir lassen es einfach so. Am Ende wird man sowieso hin und her spielen wieder, weil da können wir es ja dann noch korrigieren, ne? Um dann irgendwas so zusammenzuschustern, ne? Aber wie gesagt, der Spruch mit dem, wenn alles, was sein kann, eben nicht wahr ist, dann kann es nur noch das sein, was eben das Unwahrscheinlichste ist, ne? Ich bring den Spruch ja nie so richtig zusammen, ja? Aber es sagt das Gleiche aus. So, hier kann man noch, ja. Gut, die Aussage, ja, schön. Und was haben wir noch? Die Drohung, die haben wir noch nirgends wie zuordnen können. Da wieder eine Auswahl. Orson Wildes Aussage darüber, dass Jeremiah für Percy der Pfeil Fleming gearbeitet hat, klingt glaubwürdig. Ja gut. Orson Wilde lügt über Percy. Der Pfeil Fleming hat ausgesagt, dass Jeremiah für Fleming arbeitete, um sie auf die falsche Fährte zu locken. Ja, das können wir eigentlich noch gar nicht einloggen, ne? Da müssen wir erstmal den befragen. Das ist ja nämlich das. Eigentlich hat das Spiel jetzt hier in der Deduktion schon mal ein bisschen vorgegriffen. Wir müssen es jetzt eigentlich nur bestätigen. Mr. Holmes, können wir gehen? Beruhig dich. Ja, okay. Du brauchst Ruhe. Naja, gut, wir wissen noch nicht, ob du. Naja. So, warte mal, liegt jetzt jemand in der Leichenhalle vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Nee, liegt keiner drin, okay. Ja, wir haben ja auch nicht Dr. Watson gerade dabei. Ich weiß gar nicht, was der im Moment macht, ne? Der müsste ja unseren Fall aufschreiben. So, dann gehen wir mal hier rein. Dass wir den ins Hörzimmer bekommen hier. Warum wurde ich festgenommen? Eine Ungeheuerlichkeit! Ja, ist ja gut. Und du? Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. So, ja. Dann tun wir den Pfeil mal verhören. Guten Tag, Percy, der Pfeil Fleming. Ach Gott, der Versager. Versager? Sie wissen doch, was in der Baker Street vorgefallen ist. Als Versager würde ich mich da nicht bezeichnen. Geht mir sonst wo vorbei. Ja, ja. So, wir machen erstmal natürlich eine
Profilstudie, ne? Mal schauen, ob wir richtig liegen. Der hat hier eine Narbe. Bandenfäden wird als Kind geschlagen. Ich sag mal Bandenfäden. Das als Kind geschlagen, das weiß ich absolut nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, Klunker. Mehrere Ringe, prahlerisch, ja, okay. Komische Motive. So, die Knöpfe. Nee, oder? Doch. Aufwendige Knöpfe, teure und exzentrische Kleidung. Okay. So. Dann hier haben wir noch ein... Warte mal, das ist doch dieses Gefängnis-Tattoo hier. Tätowierung aus dem Westgate-Gefängnis. Gewöhnliche... Nee, das ist... Das hatten wir schon mal. Das ist eine Tätowierung aus dem Gefängnis. Weil er da ja drin war. Na, da hat er noch mehr Ringe. So. Was ist mit dem Taschentuch? Modus fühlt sich unwohl. Ne. Also, ich sag mal Modebewusst, das wird sowas von falsch sein. So, und die Narbe, Bandenfäden. Also geschlagen, allein den Schlag kann das keine Narbe sein. Also da müsste er schon... Also ist bestimmt falsch oder ungenau. Zack. Nö, sie war richtig. Sie war komplett richtig. So ein Zufall. Percy Fleming, unter dem Namen, auch unter dem Arm, der Pfeil bekannt, ist der Anführer der Woolworth-Bande und betreibt mehrere Bordelle. Seine Geschäfte laufen gut. Er ist ein wohlhabender Mann. Fleming ist eine modebewusste und exzentrische Person, die auf ihr Äußeres gut achtet. Die Narbe in seinem Gesicht stammt von höchstwahrscheinlich aus seiner zahlreichen Bandenfäden, die er verwickelt ist. Der Pfeil hat 7 Jahre im Westgate-Gefängnis gesessen. Er befindet sich seit erst kurzem auf freiem Fuß. Ja, aber dass die Bordelle da noch, also die müssten doch dann auch geschlossen worden sein damals, als der eingerückt ist ins Gefängnis, oder? Verstehe ich halt nicht so ganz. So, was haben wir hier noch? Orson Wilde war mit Jeremiah und anderen Banditen im Kloster. Ja, er wurde entführt oder vielleicht war das auch nur eine Finte. Das absichtlich geschah, ne? Das kann ich jetzt halt nicht genau sagen. So, der Pfeil, okay. Das müssen wir befragen. Okay, zum Kloster können wir nochmal fahren. Das geht auf jeden Fall. Befragen, jawohl. Das machen wir jetzt mal. Alibi für die Tatnacht. Was haben Sie vor 2 Tagen um ca. 1 Uhr nachts gemacht? Ich war im Weißen Schwan. Im Weißen Schwan? Also in Ihrem Bordell? Das zählt nicht wirklich als Alibi. Für was brauche ich ein Alibi? So, Jeremiah. Sagt Ihnen der Name Jeremiah vielleicht etwas? Hätte ich jetzt auch gesagt. Gehört. Nein, das kann nicht sein. Wir haben da verschlüsselte Notizen. Sie Idiot. Ruhe. So, er kennt Jeremiah. Sie sagten, Sie kennen keinen Jeremiah, aber er taucht in Ihren Unterlagen auf, mit anderen Schuldnern. Ah, Jeremiah. Jetzt erinnere ich mich. Ja, er schuldet mir etwas Geld. Woher kennen Sie ihn? Er kommt immer wieder vorbei und bettelt um Arbeit. Er redet Unsinn, ist nicht ganz dicht. Mhm. Ja, aber zum Ersten, das war aber der Hinweis, weil er gesagt hat, Sie Idiot, was soll das? Hätte ich was anderes sagen sollen erstmal? Ist aber egal, das war korrekt. Jack Cole. Machen Sie Geschäfte mit einem Jack, der Hammer Cole? Ja, mache ich. Er bringt ab und an Mädchen vorbei. Aber er ist dumm, ein hitzköpfiger Clown. Mhm. Nun, an Ihrer Stelle würde ich mir Sorgen machen. Mhm. Ja? Er hat erzählt, was Sie seinem Bruder angetan haben. Und kurz gesagt, er hasst Sie. Naja, wer hasst den Holmes nicht? Okay, das war's schon. Wie lange wird das dauern? Okay. Also wir haben wieder was für unsere Deduktion. Jetzt haben wir ja eigentlich das bestätigt. Oder haben wir jetzt halt was... Aber wir haben... Ja, wir werden es gleich sehen. Das ist jetzt anders gewesen, wie das behauptet wird, glaube ich, in der Deduktion. Das ist, also das eine kann halt jetzt sein. So, okay. So, dann würde ich ja mal fast sagen, ich würde ganz gerne zur Kapelle fahren, zu der Kathedrale oder was auch immer. Also der verlassene, oder zum verlassenen Kloster ganz einfach, ne? Ich habe Kloster, was ist jetzt eigentlich los? Warum lädt es jetzt gerade wieder? Ich habe da noch gar nichts angeklickt.
Wo komme ich jetzt hin? Automatisch irgendwo hin? Ah, fortfahren. Gut, ich würde aber jetzt erst was sagen. Ich weiß jetzt, etwas kommt. Also wir halten den Gedanken mal fest. Also wir müssen da noch Deduktion mal reingucken, ne? Und müssen jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Ob wir jetzt automatisch zum Kloster fahren oder in die Baker Street oder sonst wohin, ne? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall wieder vielen Dank, ne? Dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mitgeraten habt, mitgerätselt, ja, mitdeduktiert habt hier, ne? Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da und schreibt mir Kommentare. Die lese ich natürlich auch alle. Merkt ihr meistens dann, wenn ihr auf jeden Fall einen Daumen kriegt, ne? Sehr gute Kommentare kriegen oftmals dann auch mal noch ein Herzle dabei, ne? Aber wie gesagt, antworten tue ich nicht immer bei jedem Kommentar, aber lesen tue ich sie ja. Das ist auf jeden Fall die Wahrheit, ne? Ja, und jetzt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.